Audi plant eine neue und größere A3-Familie. Der Zweitürer wird wohl nicht wieder gebaut, weil er zu wenig gekauft wird und dennoch soll es eine Art Nachfolger geben. Der TT könnte zu einem Edel-Scirocco werden. Wir nennen ihn mal TTC. Das C steht für Coupé und soll die Sportlichkeit mit genügend Platz verbinden. Quasi bis zur Fahrertür bleibt es ein TT, aber danach kommt ein Kofferraum. Die Motoren kommen vom A3 und sollen bis zu 300 PS leisten. Preislich sollte der TTC deutlich unter 30.000 Euro starten. Wir erwarten ihn günstiger als ein Mercedes CLA Shooting Brake. Der A3 soll aber auch rustikaler werden. Die Einführungen von Golf Alltrack, Octavia Scout und Seat Leon Experience haben es vorgemacht. Die Edeltochter Audi zieht nach. Einfach einen Offroad-Anzug anziehen, die Karosserie ein bisschen höher legen und so den heimischen Matsch bezwingbar machen. So einfach, aber auch so effektiv. Die Kunden sind bereit, dafür mehr zu zahlen und die Entwicklung kostet kaum mehr. Richtig neu dagegen ist der neue Audi A3 Van. Mercedes hat die B-Klasse und BMW hat den Active und den Grand Tourer, fehlt also nur noch Audi. Eigentlich kein Problem. Im VW-Konzern gibt es ja mit Golf Sports Van und Touran bereits die Baukästen. Jetzt muss Audi den Van nur noch edel ausstaffieren und fertig ist die Raumkapsel mit den vier Ringen. In 4 Jahren soll's losgehen.